Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stronghold Legends. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und wie ihr seht, sind wir immer noch dabei, hier die Anlage ein wenig in Unordnung zu bringen, sozusagen. Hey, wer schießt hier? Ihr schießt. Na dann gleich mal hier aufräumen. Gut, okay, die haben schon aufgeräumt. Ich nehme jetzt einfach die und mache mir hier die Belagerungskämpfe weg. Die nerven ein bisschen. Eine Nachricht von Mordred. Die hauen mir hier viel zu viele der Bogenschützen weg. Gucken, können wir die hier? Es ist locken? Können wir euch locken? Kann ich euch locken? Geh mal auf mit den scheiß Viechern. Okay. Und trinken. Gut. So nicht? Ich habe keine Bogenschützen da mehr. Das ist aber nicht gut. Aber ich kann dich vielleicht hier mal ganz kurz hinstellen. Und was nehmen wir? Ein Zaun. Der Burgherr wird angegriffen. Der Burgherr wird angegriffen? Aha. Mein Pferd ist fast weg. Ihr angegriffen. Dahin. Kommt zwar immer neue, aber die ignorieren wir jetzt einfach mal eiskalt. Unsere Truppen werden angegriffen. Ja. So viel dazu. Klappt super. Klappt super. Aber wir haben so viel Gold und ich habe jetzt ja eh langsam genug von all den Sachen, damit wir hier. Könnt ihr mal hier kurz das kaputt machen? Mach mal die Schenke kaputt. Brauch keine Schenke. Eine Nachricht von Mordred. Setzt die schwarze Magie gegen sie ein. Auch ein Weg. Sire, ihr seid der größte. Brennt wenigstens dein Haus? Nee, schade. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn das jetzt abgebrannt wäre. Aber dem ist leider nicht so. Okay, dann brauchen wir mal wieder ein paar von Bogenschützen. Das Rekruten Eisen ist in Arbeit, der Stein ist in Arbeit. Ich würde gerne. Komm ich mit ihr euch? Ihr zahlt. Wir kämpfen. Vielleicht hier rüber? Wir ziehen los. Schärft eure Äxte. Sachsen, zu mir! Zeigt uns die Schlacht. Zu wie man? Wir laufen. Jemand stirbt. Es ist euer Gott. Geht mal nach da. Der sorgt schon für genügend Stress. Könnt ihr da mal noch ein bisschen randalieren. Und ein bisschen für Ordnung sorgen, sozusagen. So. Euer Zeichen, Sire? Jetzt kommt der da wieder angelaufen, man kann aber nichts tun, weil er kommt ja hier nicht mehr drauf. Und in Bewegung. Ihr geht jetzt mal wieder dahin, denn wir werden jetzt mit dem Drachen, den wir jetzt hier haben. Ach du Schande, das ist aber eine ganze Menge. Wir werden mal mit dem Drachen hier hin dackeln. Der müsste ja hier auch die Häuser anzünden können, ne? Reicht das nicht? Schade, das reicht nicht. Ja, der haut halt mit den Truppen ordentlich zu, ne? Das ist. Also die Bogenschützen Rekruten da, die sind halt das Nervige. Unsere Äxte gehören euch. Bogenschützen, bereit machen. Wir sind eure Leute. Ah, die brennen natürlich jetzt ab. Wer muss beseitigt werden? Hat viel zu viele Bogenschützen, der produziert aber immer neue Bogenschützen, glaube ich. Könnt ihr den angreifen? Nicht wirklich. Alle sind weg? Gott! Ihr seid der Herr. Der hat hier aber auch. Ich müsste, glaube ich, einfach mal ein paar richtig Truppen produzieren und nicht immer hier mit dem Billigkram arbeiten, immer mit so 5, 6 Leuten arbeiten. Sondern wirklich mal angreifen. Muss das Teil da weg. Kriegt ihr den mal weg? Ihr kriegt den Turm nicht weg, ne? Ich krieg die Krise, okay. Gut. Dann machen wir es anders. Wir haben genügend Geld. Wir haben auch. Beim Ruhm müssen wir natürlich noch ein bisschen was tun. Welch ein Wortwitz. Wir können das bauen und für den Ruhm können wir doch sicherlich noch eine. Ach, wir haben ja eine Burgküche.
Ach, die läuft ja schon. Okay. Dann produzieren wir. Truppen werden angegriffen. Nämlich nicht genügend. Rekruten benötigt, Shire. Genügend Rekruten. So. Essen haben wir auch ganz schön viel. Wir haben schon eine doppelte Ration. Klasse. Sind das alle gewesen? Echt? Krass. So. Wo ist mein Markt? Wo war mein Markt? Mein Markt? Mein Markt? Da. Wenn ich überlege, ich verkaufe auch mal ein bisschen Essen, haben wir ja. Automatisch verkaufen auf 3, auf 250. Auf 200. 200 reicht eigentlich auch wieder völlig. Die magische Zahl, 200. So, dann können wir wieder weitere von denen produzieren. Und dann greifen wir nämlich einfach mal mit denen mal an. Wieder marschieren wir. Die halten nämlich einfach mal mehr aus. Und dann stürmen wir jetzt gleich mal die Burg, würde ich sagen, wa? Nicht. Ich müsste vielleicht, habe ich ein Belagerungscamp? Ich hab eins. Was bist du denn, ein Werwolfwerfer? Ja, ist ganz lustig und so, aber... Ich baue einfach mal ein paar Katapulte. Wie können wir dienen? Und mit denen gehen wir dann mal hier ein bisschen plündern. Guck mal, da haben wir noch welche. Ja. Da kommen wir gar nicht mit an. What new? Aber wir haben noch von denen, ja dann... Weißt du was? Die machen wir doch nochmal 120 Armbrustschützen dazu. Nehmt die Armbrüste hoch! Damit wir hiermit ein bisschen... Schnell! Sozusagen auch plündern können. Baumeister zu Diensten! Wir räumen mal hier noch ein bisschen weiter auf. Du brauchst kein Eisen. Unsere Truppen werden angegriffen. Ich könnte natürlich auch, weil das sind ja alles kleine Truppen, das sind ja alles diese Standard-Billigtruppen, die er hier so hat. Mit den, es gibt doch diese Verwandlungstypen. Die könnten da sicherlich auch gut was machen. Ich hol mal den Drachen. Den Drachen gehen wir mal ganz kurz auf. Wieder auf Zerstörungstour. Okay, mal. Wir gucken mal, ob wir hier die Bogenschützen ein bisschen wegkriegen könnten. Oh, macht das. Alter. Alter, Finne. Gott, macht der. Der hat viel zu viel Krams hier auf jeden Fall. So, ihr seid alle da. Würde ich sagen, ihr nach hier. Ihr nach hier. Ihr nach hier. Ihr könnt eigentlich nach hier oben. Und von hier oben schießen. Los geht's. Vielleicht kann ich... Hier kann ich ja nicht... Das Problem ist, hier kann ich auch nicht hinbauen. Und das ist zu weit weg. Na gut, das bringt alles nichts. Na los doch! Sir. Ihr geht auf die aggressive Haltung und geht mal hier hin. Und dann kommen nämlich die Katapulte hinterher. Sendet die Armee aus. Ich komme, mein Geburtsrecht einzufordern. Eine Nachricht von Mordred. Jetzt! Eine Nachricht von Mordred. Ich schmach. Ein Königreich liegt in Ruinen. Ja. Das kann man so sehen. Ach, weil wir kurz das Tor aufgemacht haben, fangen die jetzt an, hier an zu dackeln. Oh, kann mal bitte ein paar von euch wenigstens das hier jetzt mal kaputt machen? Langsam nervt, dass die immer diese Sachen nicht ansehen als Ziele. Das wird jemand seine Augen kosten. Oha. Ziehen jetzt los. Wie weit muss ich ran, um hier ein bisschen aufräumen zu können? So, das reicht. Ihr schießt, seht auch keinen Grund, hier irgendwie groß mal zu kämpfen, ne?
Oh, und ihr lauft hier, die... Das sind... Ach Gott, das läuft alles so schlecht. Sire, ihr seid der größte Bock. Ich... Was tun die hier eigentlich? Die laufen auch einfach nur im Kreis. Die sind die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Oh Gott, ich kann kotzen. Sorry, aber Alter, die... Ah, da kannst du auch tun, was du willst, ne? Die laufen einfach nur wild umher. Das war so viel Truppen jetzt, ne? Naja. Und nehmen wir halt die. Waffen benötigt, Sire. Sind die ein bisschen schneller. Wobei die auch nicht so schnell sein werden, weil das Problem ist ja, dass sie ruckzuck ihre Pferde verlieren. Und ihr seid schon wieder runtergeschossen worden, oder was? Ja. Da wurde ja auch gesagt, dass das Problem ist, die gehen in dem Moment kaputt, wenn sie... Wie lautet der Plan? So schnell wir können, Sire. Irgendwo gegenfallen. Dann gehen sie instant kaputt. Unsere Truppen werden angegriffen. Die stellen sich auch wieder an. Okay, dann... Das Problem ist, ich will da jetzt einfach durchreiten eigentlich. Ich möchte da jetzt eigentlich, möchte ich das Level jetzt möglichst bald beenden. Das bedeutet, ich versuche jetzt nochmal dieses Tor kaputt zu machen, damit ich mit meinen Leuten einfach durchreiten kann. Und, weil er schießt ja auch einfach nur mit diesen Viechern die Leute weg. Ich probiere das jetzt nochmal, die irgendwie das Teil kaputt zu machen, oder stehen auch schon wieder welche von denen rum. Da ist der Feind. Da ist der Feind. Oh, sie haben es geschafft. Endlich. Aber es wird ja auch gleich wieder neu bauen, sicherlich. Okay. Ihr geht nach hier, ihr geht nach hier. So. Ihr reitet schon mal nach da. Ihr kommt hier raus. Treibt die Pferde an! Unsere Truppen werden angegriffen! Könnt ihr da hoch? Ach so, man kann da hochdackeln. Das ist ja schön. Könnt ihr noch weiter hoch? Könnt ihr hier irgendwie rüber? Wieso können die Leute für die gegnerischen Truppen denn dorthin? Aber ich nicht? Hä? Ich bin verwirrt. Jetzt stehen die da und lassen sich bekämpfen. Ich verstehe es nicht. Den dackelt halt dahin und randaliert hier ein bisschen. Hier, den da. Ich verstehe es nicht gerade. Das ist mir zu wirr gerade ein bisschen. Aber wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Kriecher. Ihr braucht mehr Ehre, my lord. Geht das in die Schlacht? Und die Kriecher werden jetzt mal da hochdackeln und die mal. Die können ja hier die Bauern hochkrabbeln. Wenn ich da nicht hochgehen kann, was macht ihr denn da jetzt noch? Dahin. Die können ja denn vielleicht jetzt hier mal hin und dann den Turm, hier zum Beispiel diese Mauer übernehmen, dann kann ich da einfach durchlaufen. Da halt hoch. Eine Nachricht von Mordred. Ich war ein Königreich. So. Auf die Pferde. Ich sagte auf die Pferde. Da, hier hoch. Es ist so hoch, dass ich das nicht sehen kann. Schlagt alle nieder!
Kommen die noch mit dazu und dann dürfte das sich erledigt haben. Gut. Manchmal muss man einfach aggressiv vorgehen. Einfach aggressiv immer weiter. Das ist... Habe ich mich auch, glaube ich, einfach dumm angestellt. Also das war... Naja, mein Fehler bestimmt. Gucken wir mal, was die nächste Mission sagt. Die wird bestimmt besser. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren. Ja, gleich platzieren wir ein Vorratslager. Wir gucken erstmal, wir haben... Das ist unsere Festung? Ach du Schande. Ein Drachen hier gleich. Zwei Drachen direkt am Eisenerzvorkommen, am Steinvorkommen und hier am... Wir haben an allen Vorkommen einen Drachen stehen. Ach du Kacke. Und wir haben hier... Du bist kein Feind, ne? Du bist einfach nur so random. Hier ist der Feind, der ist verteidigt. Und hier ist auch ein Feind. Ach du Schande. Also wir haben zwei Feinde direkt vor der Ecke. Die auch schon Verteidigungseinheiten haben. Also Verteidigungsanlagen haben. Richtig viele. Das ist nicht gut. Okay. Ich bin unentschieden. Die Drachen sind halt echt gerade unschön. Da müssen wir auf jeden Fall sofort was gegen tun. Wenigstens gegen so ein paar Drachen. Zum Beispiel den Steindrachen, der muss weg. Oder auch der Eisendrachen. Eigentlich müssen alle Drachen gleich weg. Das geht ja vermutlich wieder nicht. Ich kann ja sicherlich nicht alle drei Drachen gleichzeitig tot machen. Das wird nicht funktionieren. So. Leute kommen auf die Burg. Das ist schön. Da und da und da. Und dann... Da, ein Zaubererturm. Eine Waffenkammer. Und dieses? Kann ich nichts? Okay, ich habe ein paar Schwertkämpfer. Das sind 240, das ist zu viel. Wobei ich könnte den Stein... Was habe ich an Einheiten? Ich könnte den Pech verkaufen. Dann kann ich nämlich noch ein paar mehr Waffen kaufen. Rekruten benötigt, Sire. Aber lieber ein paar Rekruten mehr von denen. Benötigt, Sire. Schwertkämpfern, wenn ich jetzt wirklich gegen den... Ich habe auch Pfeile? Ach, schön. Ich krieg gerade richtig noch... Okay. Sire, befehligt uns! So. Ihr geht jetzt auf Drachenjagd. Und dann nehmen wir noch... da steht schon einer dran. Den fischen wir gleich mal weg. Waffen benötigt, Sire. Eure treuen Bogenschützen. Stehen da welche? Nee, ne? Dann gehen wir da weg. Wir bewegen uns. Unsere Truppen und übernehmen wir gleich das Lager hier. Eine Nachricht von Alfred dem Großen. Diese Ländereien sind nicht euer? Doch. Gehen in Stellung. Das sind unser. Nehmen wir noch die dazu als... Euer Befehl, Sir. Nahkampf. Unsere Bögen werden singen. Oh, sind die langsam. Vielleicht? Wo ist mein Rückkehr? Da? Ja, ich mach ganz kurz. Okay. Ihr dackelt mal jetzt hier hin und ihr dackelt hinterher. Halt, stopp. Reihen halten! Bogenschützen in Bewegung! Angreifen! Oh, dass die denn da stehen bleiben, wenn sie weggeschleudert wurden. Ist ja gut, dass ihr verwirrt seid, aber greift doch mal weiter an. Der Drache fällt nicht von alleine tot um. Nur weil ihr plötzlich keine Lust mehr habt, damit zu kämpfen. Auf euren Befehl! Leute, da ist der Feind! Wir kämpfen tapfer. Oh, Alter. Was sagt ihr, my Lord? Ihr seid der zweitgrößte Burgherr, Sire. Mann. Ich brauche hier definitiv erstmal... Ach, was ist das? Dann mach mal halt Käse, das geht schneller. So. Wir sind bereit. Ihr greift mal die da an. Ist das ein Gegner? Unsere Truppen werden angegriffen. Bogenschützen,
Vorbereiten! Eure Soldaten sind bereit. Werdet ihr uns brauchen? Männer an die Waffen! Ihr macht mir Fleisch. Na toll, das hat's hier gerissen. Okay. Ich habe kein Geld mehr langsam, weil ich keine... Aber jetzt habe ich ja die Steinvorkommen freigelegt. Das können wir ja bestimmt... Ich weiß nicht, kann ich das Holz hier auch... Das passt nimmt nicht er das hin, Holz Lord. Mit von links und rechts? Weiß ich nicht, mal gucken, ob er das Holz nimmt. Hier Stein und Stein. Stein und Stein, mauere ich dich ein. Endlied von Rammstein. Bereit! Ah nee, das schafft ihr nicht. Das ist nicht groß was werden, glaube ich. Dann geht hier hin und übernimmt mal das hier drüben. Oh, ich habe kein Holz für einen Holzfäller. Krasse Katze. Das passt da nicht hin, my lord. Das nehme ich genügend. Ach, euch noch Leute? Ach ja, da sind noch genug Leute. Hier ist ja niemand. Na dann. Übernehmen wir doch auch mal dieses Gelände hier. Oh, jetzt ist ihr, seid mir einfach viel Unsere zu langsam. Bleibt mal hier stehen. Wir machen wohl. Ihr geht doch mal. Geht mal nach hier. Und wenn er das hier nämlich übernommen hat, geht er gleich mal wieder mit rüber. Und schickt mal seine Wölfchen mit, die er so spawnen kann. Ihr seid der drittgrößte Burgherr Sire. Es gibt nur drei. Ich bin nicht der Schlechteste. Noch. Noch, noch, noch. Eine Nachricht von Alfred dem Großen. Diese Ländereien sind nicht euer? Keine Sorge, das fällt noch weg, keine Sorge. Kommt ihr da hoch? Ja, kriegt ihr die auch noch weg, bevor ihr despawnt? Ja, schön. Dann könnt ihr ja eigentlich zurück. Angegriffen. Da sind zwar noch ein paar kleine Truppen, die ja vermutlich patrouillieren und sowas, aber die werden wir auch noch weghaulzen. Weghaulzen. Gut. Damit haben wir langsam ein wenig Produktion schon mal integriert oder ja, etabliert, wollte ich sagen, nicht integriert. Okay. Und ihr, meine Freunde, habt ihr irgendetwas Fantastisches, was ihr besonders herstellen könnt? Nö, dann macht das hier. Weil Stein könnt ihr gar nicht. Wobei ihr Holz herstellen könntet, ne? Mehr als genügend Holz. Macht Holz. Geh mal hier. Sire, befehligt uns! Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an. Ritter, komm mal her. Kommt er nämlich angelaufen. Neue Befehle, Sire? Will Stunk machen. Die Späher melden eine gewaltige feindliche Truppe, die sich auf uns zubewegt. Naja, gewaltig ist so relativ, ne? Eine Nachricht von Alfred dem Großen. Die Ländereien kehren zu ihrem alten König zurück. Ach so, er hat den da angegriffen. Warte mal. Schwertkämpfer, vorwärts! Wir werden angegriffen!
Eine Nachricht von Alfred dem Großen. Unsere Kontrolle über das Land wächst noch weiter. Ja, das denkst du, mein Freund. Das, mein Freund, denkst du. Ich brauche dich. Dann holen wir uns einfach mal ein paar Truppen wieder, wa? Was? Wo kommt der denn jetzt her? Das ist aber unschön. Unsere Truppen werden angegriffen. Wer ist denn jetzt? Was? Wo kommt der denn her mit seinen Truppen hier? Hallo, mein Freund? Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, my Lord. Eine Nachricht von Alfred dem Großen. Verschont mein Volk. Sonst wird meine Rache grausam sein. Eine Nachricht von Alfred dem Großen. Unsere Kontrolle über das Land wächst noch weiter. Ups. Okay. Dies war etwas unerwartet. Das war... da stand ich plötzlich ein bisschen... ohne Möglichkeit da. Das Problem war, glaube ich, einfach, dass ich am Anfang auch keine Mauern gebaut habe und mich somit nicht schützen konnte. Weil er kam jetzt einfach... Gut, der eine hatte dann einen... Belagerungscamp, aber er kam da auch mit seinen normalen Truppen einfach angedackelt. Und ich glaube, dass ich da mit den Belagerungstruppen etwas entgegenwirken könnte. Vielleicht. Mal gucken. Ich glaube, ich muss mich mehr konzentrieren. Ich war da einfach viel zu chaotisch überall und hier und da. Und beim nächsten Mal läuft das alles, glaube ich, viel, viel besser. Aber ich würde sagen, eigentlich ist das ein... Ist das... Na komm, wir fangen nochmal den Anfang, machen wir noch. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, Herr. Das ist interessant, dass der von hier hinten auch noch kam. Das heißt, ach, von da. Von hier spawnen plötzlich Truppen. Also es gibt sozusagen eigentlich drei Gegner. Den hier, den grünen, den gelben und den blauen. Der blaue spawnt sich Truppen. Das ist ja mies. Truppen, die gespawnt werden, ist natürlich unfair. Das sollte verboten werden. Außer für mich. Ich darf gerne Truppen spawnen. Ja, das ist halt dieses Pseudo-Schwierigkeit, finde ich persönlich Leute wirklich. Kommen auf die Burg. Spawn ist immer so. Weiß ich nicht. Ist nicht so. Bin ich kein Fan von Truppen spawnen. Das hat so ein bisschen den Geschmack von Cheaten, finde ich. Meiner Meinung nach. Naja, wie dem auch sei. Wir wissen ja jetzt, was auf uns zukommt. Ne? So, können wir jetzt nämlich... Achso, ich habe ja das Pech verkauft. Damit ich mir hiervon noch welche kaufen konnte. Und dann bauen wir nämlich gleich einmal die Welle hier hin. Zwar. So. Und. Gott, frisst das viel Stein. Und. So. Damit ist nämlich der hier schon mal weg. Dann das hier. So. Mal schon mal ein bisschen abgeschirmt. Wenigstens ein bisschen, ne? Wir nehmen dann nämlich auch gleich mal noch ein bisschen mehr Stein. Sehen, dann können wir nämlich hier einmal einen Aufgang dran bauen.
Und die Bogenschützen. Nee, ich wollte keine Bogenschützen kaufen, sondern ich wollte die kaufen. Waffen benötigt, Shire. Ihr nehmt mich schon mal hier hoch. Auf die Welle! Um die wegzuhalten. Ach nee, ihr wollt unsere erstmal. Stehen hier gewachst. Welche? Nee, in ihr die Männer nein. Sind guter Dinge. Und den, das übernehmen. Rekruten benötigt, Shire. So. Rekruten benötigt, Shire. Rekruten benötigt, Shire. Du eine Nachricht hier? Von Alfred dem Großen. Verschont mein Volk. Sonst wird meine Rache grausam sein. Hey, hallo, Maus. Hey, dahin. Gebt uns nur ein Ziel. Rauf auf die Welle! Reicht das? Oh, bitte lass es reichen. Eine Nachricht ja. Von Alfred dem Großen. Diese Ländereien sind nicht euer? So, warte mal, dann könnt ihr mir erstmal das und ihr macht Käse. Haha, ihr macht Käse. So. Erwarte Befehle! Vorwärts! Greift jetzt mal nämlich hier unten an. Weil wir den Stein gleich haben. Euer Zeichen, Sire? Zusätzliche Rationen. Vielleicht mal noch ein bisschen Geldproduktion anschmeißen. Danke. Ihr nach dort gehen und dann könnt ihr doch das Lager, könnt doch die Leute, die da hinkommen, um das Lager anzugreifen, beschießen, oder? Der Drache dürfte doch da nicht hochballern. Genau. Oh, seid ihr langsam. Oh mein Gott, seid ihr langsam. Okay. Dann holen wir uns diese Truppen. Das können wir. Es ist völlig egal, was sie da eigentlich produzieren, weil wir es eh nicht bekommen können. Aber wir brauchen Truppen. Und die holen wir uns jetzt in Form von Übernahmen. Gut, ich würde sagen, den Rest machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Missionen werden auf jeden Fall schwerer, wie ihr seht. Das finde ich sehr, sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.